Dankeschön. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, wir haben, das ist doch, glaube ich, unbestritten, noch erhebliche Defizite in der Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Da brauchen wir uns ja nicht immer wieder erzählen, sondern das wissen wir und wir arbeiten daran, dass sich das ändert. Gerade die Corona-Pandemie stellt unser Bildungssystem auf eine Probe und hat, glaube ich, gute und auch schlechte Seiten ziemlich deutlich an die Oberfläche gespült, wie in allen Lebensbereichen. Wir wissen, dass Schulen, Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler Unheimliches geleistet haben in der Zeit, wo die Schulen dicht waren. Und wir wissen auch, dass sie auf die Politik angewiesen sind für die Unterstützung. Im Mai haben wir den Digitalpakt 2019, haben wir den Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht. Das sind 5,5 Milliarden. Und ich finde, das ist ein guter Anfang, den wir jetzt umsetzen müssen, und zwar gemeinsam mit den Ländern. Moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sind für die Teilhabe unserer Kinder und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von zentraler Bedeutung. Es liegt nun auch an den Ländern, den Digitalpakt zügig umzusetzen. Ich kann sagen, aus dem Bundesland, aus dem ich komme, aus Niedersachsen, das wurde ja ein paar Mal schon lobend erwähnt, das kann man auch so fortführen, da klappt das. Da haben wir jetzt auch die Umsetzung der 500 Millionen für die technische Ausstattung, für die Geräte. Auch das ist noch vor der Sommerpause der Schulen auf den Weg gebracht, sodass nach den Ferien alle damit auch loslegen können und anpacken können und es sichergestellt ist, dass alle Kinder auch digital teilhaben können. Es bedarf aber auch guter und vernünftiger Planung bei der Koordination von Hardware, Software, Service, Wartung und in der digitalen Infrastruktur. Denn kopflose Schnellschüsse sind in der Frage immer ziemlich teuer und meistens auch ziemlich wirkungslos. Das Chaos unterschiedlicher Systeme ist letztendlich nicht beherrschbar und viel zu teuer. Deswegen machen die Länder, glaube ich, auch da, zumindest aus Niedersachsen kann ich das sagen, einen guten Job. Und man muss sagen, der Antrag der FDP, den würde ich mal bestenfalls als gut gemeint bewerten. Aber er ist leider auch nicht vernünftig zu Ende gedacht. Die Zuständigkeit der Länder in den Bildungsfragen, die haben wir ja im Grundgesetz gar nicht geändert, sondern wir haben nur geändert, dass wir uns da auch unterstützend beteiligen dürfen. Und ich bin auch überzeugt, dass diese Zuständigkeit bei unseren Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten gut aufgehoben ist. Und die Pandemie hat besonders deutlich gemacht, oh, ich merke schon, ich habe schon wieder leicht überzogen. Was mir einen letzten Satz noch, was mir wichtig ist, ist die soziale Frage. Die Bildungskrise darf nicht zur sozialen Krise werden. Das heißt, wir dürfen keine Schülerinnen und Schüler zurücklassen. Wir müssen sicherstellen, dass alle an den digitalen Bildungsteilen in Zukunft auch teilhaben können. Und deswegen brauchen wir die Lernmittelfreiheit für die digitale Lernmittelfreiheit für alle Kinder und Schülerinnen und Schüler in der Schule. Packen wir es an. Die SPD, wir setzen uns ein für mehr Bildungsgerechtigkeit. Danke schön. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache.